Hallo zusammen, willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir sind immer noch im Palast der Eiskönigin von Bermuda und wir werden sie jetzt zu einem Aal-Ess-Wettbewerb herausfordern. Odina? Lass uns doch bitte förmlich sein, ja? Oh, höchst königliche, autoritäre, wohlwollende Herrscherpersönlichkeit. Ja? Das wäre Herzhaftigkeit. Ich fordere euch zum Wettbewerb der Herzhaftigkeit heraus. Komm mit mir. Wir müssen in die Stadt gehen. Ah, die Statue ist geschmolzen, wie ich es mir gedacht habe. Siehst du die Triangel? Es gibt drei davon hier im Gebäude. Eine für jeden Wettbewerb. Wenn du eine Herausforderung formell aussprechen willst, läutest du die Triangel. Ah, da ist auch ein Fisch des Tages hinten gelistet. Das ist nicht unser Aal. Dios mio, ein weiterer Wettbewerb. Plus hier hat auf dem Porträt im Gericht einen Fisch unterm Arm. Meine Damen und Herren, obwohl mich Ihr Appetit auf diese ekelhafte Angelegenheit immer wieder erstaunt, ist es meine feierliche Pflicht, diesen Wettbewerb der Herzhaftigkeit zu beurteilen. Wie Sie alle sehr genau wissen, besteht das Ziel darin, erfolgreich und dauerhaft mehr rohen Fisch zu verzehren als der Gegner. Der heutige Fisch für die Herausforderung? Krötenfisch. Mist, das Falsche mitgenommen. Moment mal, der Eimer der Fülle enthält keine Fülle. Es sind überhaupt keine Fische drin. Und ohne Fisch kann der Wettbewerb nicht stattfinden. Gehen Sie alle nach Hause. Okay. Das war Wettbewerb 1. Und ich habe jetzt einen Haufen neuer Leute, mit denen ich hier reden kann. Es ist die baldige ehemalige Königin. Bermuda scheint ein freundlicher Ort zu sein. Ich verstehe dich. Grunt. 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 Okay, okay. Soll ich sie einmal alle durchprobieren? Na gut. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich spreche nur noch mit Leuten, die was anderes zu sagen haben. Ist nicht einer dabei, der ganz normal spricht, so als Witz? Nein? Okay. Hinterzimmer. Er ist aus Holz geschnitzt, aber er ist sehr lebensecht. Auch hier gibt es eine Triangel, aber Quizkarten. Erstmal die Quizkarten. Ach Gott, das habe ich doch schon 5-mal probiert. Und ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was ich schon probiert habe. Probieren wir 1990? Hä? Welcher Wettbewerb ist hier? Ich klingel einfach mal. Meine Damen und Herren, zu Ihrem Vergnügen präsentieren wir Ihnen zum 11. Mal in dieser Woche den Wettbewerb der Ernsthaftigkeit. Auf dieser Seite ist die amtierende Königin Odina die Neunte von Bermuda. Und auf dieser Seite der Herausforderer, Herr Guybrush Threepwood. Derzeit arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der seinen Scurvy Dog gepfeffert hat? Er meinte, da läge der Hund im Pfeffer begraben. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. Königin einen Witz erzählen? Aha. Moment, was habe ich hier für Auswahlmöglichkeiten? Stand?
Was ist der Unterschied zwischen einem Schrubbi und einem Mob? Hab ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Okay, also ich brauche irgendwas sehr Lustiges. Habe ich da schon irgendwas? Ich hatte ja schon mal drüber gescrollt in der letzten Folge, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich habe gedacht, hier, das Elaine's Geburtflugblatt. Ich meine, dauert immer sehr lange, das auszuprobieren. Ich probiere es trotzdem mal kurz. Generell, ob ich eher irgendwas aus meinem Inventar geben kann. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer. Kurz die Taste finden, mit dem er überspringt. Schwertern? Was auch immer er will. Ist das Beste, was ihr zu bieten habt? So, jetzt Achtung. Ich brauche einen echten Marketing-Experten. Jemanden, okay, der Fußpuder an Fische verkaufen kann. Wie wär's mit diesem Bild? Nein. Wie wär's mit... am Ende der Plank... Nee, ihr kennt sie schon. Wie wär's mit LeChucks Tagebuch? Nein? Okay. Wie wär's mit... der inspirierenden Einführung? Nein. Wie wär's mit Geisterhühner? Nein. Wie wär's mit... Wie wär's mit... Okay, ich habe einfach nichts dabei, was hier hilft. Ich sehe nirgendwo einen Seeteufelköder. Ein scharfer Aal? Nein. Nee, ich habe keine Möglichkeit, sie hier zum Lachen zu bringen, glaube ich. Wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Habe ich schon gehört. Du kannst genau... Wettbewerber? Okay. Bis dann. Das wird wohl nichts. Zwischengeschoss und hier die Herzhaftigkeit. Da gehe ich nochmal rein. So, hier können wir jetzt den Eimer füllen mit dem Fisch des Tages. Im heutigen Wettbewerb der Herzhaftigkeit geht es um Krötenfische. Das wäre dann kein Problem. Die können wir schon mal easy gewinnen. Okay. Dann schauen wir uns noch das Zwischengeschoss an. Gucken wir noch, wie der Algebra-Wettbewerb funktioniert. Ich meine, ich schätze, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich spüre, wie die ganze Wärme durch den Schornstein entweicht. Hier fehlt doch das Feuerholz. Streichhölzer? Ich könnte das beruflich machen. Aha. Er ist etwa alle 15 Sekunden laut. Wie mein Onkel Ernie. Lenkt sie das ab? Das könnte möglich sein. Ich hätte es eigentlich mal ausprobieren müssen, wo sie mich noch besiegt, falls das jetzt schon die Lösung war. Aber naja, wir schauen mal. Willkommen, Eure Majestät und Mr. Threepwood, zum Wettbewerb der Intelligenz. Vor jedem von Ihnen liegt eine fortgeschrittene Algebra-Aufgabe. Lösen Sie die Aufgabe so vollständig wie möglich. Und vergessen Sie nicht, Ihre Arbeit zu zeigen. Kein Gucken, kein Kopieren, kein Vertauschen von Papieren und kein Schummeln. Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. Ihre Zeit beginnt jetzt. Okay, tropft das jetzt? Nach 15 Sekunden? Oh, sie ist schon fertig, ja? Tropfen? Ah, sie hat weggeguckt. Ich verstehe nichts davon, aber ich denke, sie weiß, was sie tut. Und jetzt schnell ab, austauschen. Ah. Wenn sie wegschaut. Okay, hab verstanden. Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Keine Überraschung. Königin Odina hat eine klare und korrekte Antwort mit einem Schritt-für-Schritt-Beweis geliefert. Mr. Threepwood hat eine kleine Zeichnung gemacht, die einem Schwert ähnelt. Königin Odina ist die Gewinnerin. Mehr Glück beim nächsten Mal. Eigentlich müsste ich ja specken und die Antwort ändern. Das wäre ideal.
Weiß nicht, ob ich das schon kann. Muss ich dafür noch mehr Feuer machen? Noch irgendwas reinwerfen? Mit Chucks Tagebuch? Nein. Ein paar Sachen, die ich eigentlich gerne loswerden würde, weil sie mir irgendwie ziemlich nutzlos erscheinen. Ne. Also das brennt schon, das tropft. Vielleicht muss es noch häufiger tropfen. Aber ich probiere jetzt einfach mal die Antwort zu ändern. Ich werde ins... Okay, warten bis es tropft. Und schon mal bereit machen. Gleich tropft's. Sie guckt ich weg. Ich wüsste gar nicht, was ich ändern sollte. Tauschen? Tauschen! Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Ich bin sehr überrascht darüber, aber die Beweise sind eindeutig. Mr. Threepwood ist der Gewinner. Aber, wie ist das möglich? Eine saubere Lebensweise, regelmäßige Bewegung und ein Gehirn wie ein Berg. Dicht, unbeweglich und durch Erosion geformt. Man kann sehen, warum ich Schwierigkeiten mit der Vorstellung habe. Nächstes Mal haben Sie mehr Glück. Okay. Und zwar hat er auch nicht kommentiert, ein was... Wettbewerb geschafft. Zwei stehen noch aus. Was der Grund für den Gewinn war, sonst wäre sie vielleicht misstrauisch geworden, wenn er sagt, dass sie ein Schiff gemalt hat. Oder ein Schwert oder was auch immer. Aber ja, den Wettbewerb haben wir gewonnen und für die anderen Wettbewerbe sollten wir uns noch ein wenig Zeug besorgen. Achso, sind das hier auch Fackeln, die schon brennen? Zwei hier, macht acht. Waren da jeweils in den Räumen welche? Oh. Du hast ihn so vorgefunden? Er war über 200 Jahre alt und der Einzige auf der Insel. Eine unersetzliche, natürliche Ressource. Was sollen wir jetzt damit machen? Zahnstocher herstellen? Wie viele Menschen außer dir wissen überhaupt, wo dieser Baum steht? Nicht viele. Ich habe erst kürzlich jemandem davon erzählt, aber... Aber was? Wer war es? Tja, seltsamer Zufall. Ich ahne Schlimmes. Elaine wird böse auf uns sein. Okay, was hat sich hier verändert? Wer ist der Idiot, der eine Fackel neben einer Eisskulptur gestellt hat? Aber ist es nichts drin oder so in der Eisskulptur? Die Streichhölzer hier was? Es ist viel zu hoch, um es zu erreichen. Kann ich die Streichhölzer an irgendwas Langes binden? Ich habe nichts Langes. Na gut. Wir gehen erstmal die Fische holen. Das geht auf jeden Fall. Und zwar in der oberen Straße. Hallo. Und wehe, wenn die jetzt den Fisch des Tages ändern. Kann ich meinen Fisch gegen einen anderen eintauschen? Wir akzeptieren immer gern einen Tausch. Heute haben wir Schleimaal, Krötenfisch, Schleimfisch, Bückling und Beulen. Ja, ja. Krötenfisch war die Antwort. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. So, dann werde ich schon mal ordentlich pfeffern, auch noch wenn ich nicht genau weiß, wie wir dann vermeiden, dass wir, dass das uns selber zu scharf ist. Aber das scheint mir schon... Ah, vielleicht mit dem... Etwas Pfefferlein. Vielleicht hilft das erfrischende Getränk. Wäre schon möglich. So. Das wäre erledigt. Dann wollte ich nochmal im Haus der Gouverneurin vorbei. Ah, und... Schlosserin vielleicht von ihrem Schlüssel erzählen? Hallo. Hallöchen. Ich glaube nicht. Sie könnte versuchen, es für sich zu beanspruchen. Ja, wäre auch ein bisschen doof. Ich dachte nur, vielleicht hat sie irgendwelchen Dialog dazu. Okay. Ich wollte nochmal gucken, ob es hier ein Buch Warte, gibt, mit dem ich... Warte, bis du dran bist! Mit dem ich die, Witzebuch oder sonst irgendwas... Voodoo-Tricks, Schiff zu Schiff... Zutaten, Schatzkarten, John Laney und
Nee, endlose Geschichte. Carla, noch irgendwelche Tipps für mich? Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Nein. Üben ist schön. Okay. Dann habe ich hier nichts weiter zu tun. Und werde gehen. Quizkarte. Einfach so an der Wand. Unglaublich. Die schwaffelt endlos von... Wer ist die? Ah, Anker. Ah, die. Natürlich die. Die im Tutorial. Ah, was wollte ich hier noch machen? Beweisen, dass ich zu Stan gehöre. Da bräuchte ich ein Porträt von mir. Wo kriege ich denn ein Porträt von mir her? Ein Museum wollte ich auch noch vorbeischauen. Gefängnis? Nein. Schlosserin? Klingt nicht so. Oh, hier habe ich meinen Hals für Elaine ritt. Quizkarte. Sie scheint zu klemmen. Irgendwann wird diese Tür noch eine Relevanz haben. Da bin ich mir 30% sicher. Sieht aus wie eine Vulkaninsel mit Hörnern, die einen Basketball verschluckt hat. Und das sind so ähnliche Zeichen wie der Höhle, aber nicht dieselben, weil ich das bisher gesehen habe. Chuckys Freundin heißt... die. Das hatten wir ja gerade. Das sind nicht dieselben Symbole hier. Maps and More. Einen Marketing-Experten suche ich noch. Gibt es hier irgendeinen Marketing-Experten? Fischhändler? Nicht so wirklich. Nee, es wird schon Stan sein. Schönes Upgrade für das Essen im Freien. Okay, Quizkarte. Die Abkürzung für die Mali Skorbut Stiftung ist die SBUPL. Okay, hätten wir das auch geklärt. Dann fahren wir ab und ich mach mal noch einen kleinen Abstecher hier vorbei. Ich glaube, da werde ich sowieso gleich rausgeschmissen. Aber vielleicht finden wir Wally. Ahoi! Ah, das sind gar nicht die. Ahoi! Ich dachte, das wäre jetzt das Schiff von Captain Madison, aber es ist gar nicht. Hey, warte mal, die haben die Karte. Ahoi! Ahoi! Erlaubnis, an Bord zu kommen. Das können wir dir leider nicht erlauben. Erlaubnis, an Bord zu kommen, Sir. Das ist keine Frage des Protokolls. Obwohl wir ein gutes Protokoll zu schätzen wissen. Lässt du mich jetzt ausreden, oder was? Das tust du offensichtlich gern. Auf diesem Schiff gab es einen tödlichen Ausbruch von Skorbut. Wir stehen unter strenger Quarantäne, damit wir andere nicht mit diesem tödlichen Erreger anstecken. Da hätte ich so ein Informationsblatt, das euch ein bisschen aufklärt. Versucht es mal mit Limetten. Sie helfen gegen Skorbut. Wo hast du das denn gehört? Du musst gehen, bevor du Skorbut bekommst. Woher habt ihr die coole Flagge mit den vielen Löchern? Die kommt mir bekannt vor. Wir haben sie im Meer treibend gefunden. Es ist eine von Bella Fischers Flaggen. Sie hat sie wahrscheinlich verloren, als ihr Schiff unterging. Wir haben Angst, sie runterzunehmen und die Skorbutgötter zu beleidigen. So etwas wie Skorbutgötter gibt es nicht. Warum gibt es dann Skorbut? Beantworte mir das. Ah, ich habe übrigens gesagt, ich möchte noch mal ein Museum vorbereiten, habe es natürlich nicht gemacht. Naja, muss ich mir merken für später. Ich glaube nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Das weißt du nicht. Der Hund des Gärtners meines besten Freundes sagt, dass es so ist. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Versuch nicht, uns mit deiner wissenschaftlichen Quacksalberei hereinzulegen. Wenn ja, Skorbut schon klar. Nicht ansteckend wäre, würde nur eine Person daran erkranken. Ist doch klar. Kann ich eure Flagge haben? Hast du mich nicht gehört? Skorbut an Bord! Quarantäne! Ihr könntet sie mir einfach runterwerfen. Riskiere es besser nicht. Sie ist wahrscheinlich voller Skorbut, glaubt mir. Okay, ich helfe Ihnen gegen Skorbut und Sie geben mir die Flagge. Wie wär's mit dem Flugblatt? Schaut euch dieses Flugblatt über Limetten an. Ascorbinsäuremangel, Kollagensynthese, Schleimhäute. Hey,
Hey, das ist ein Haufen wissenschaftlicher Blödsinn. So etwas brauchen wir hier nicht. Das ist alles nur ein Trick, um unsere Beute zurückzuverfolgen. Als ob du irgendeine Beute hättest. Okay, na gut, na gut. Tschüss. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Skorbut beißt. Ich wusste, dass es schlimm ist. Ah. Hey, Murray. Hast du schon mal Skorbut probiert? Das würde dir stehen. Haben wir hier noch irgendwas? Ich spüre eine allgemein negative Einstellung gegenüber Besuchern. Diese clevere Kombination bringt es wirklich auf den Punkt. Okay, wir fahren ab. Das war nicht LeChucks Schiff. Okay, starr und treibendes Schiff. Ja, fair. Wo ist denn da? Also, sorry. Captain Madisons Schiff habe ich ja eigentlich gesucht. Okay, wir brauchen immer noch eine Möglichkeit, unter Wasser zu sehen. Barebones Island. Mit dem könnte man es natürlich auch nochmal probieren, aber der wird kein Marketing-Experte sein. Ich probiere es trotzdem einmal, der Vollständigkeit halber dauert nämlich lang. Halt! Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Lange Zeit weggesperrt. Warte mal, habe ich ihm das schon gezeigt? Ich gebe es zu, ich kenne es denn. Na und? Du kannst nichts beweisen. Ist noch ein Bild hier. Oh, reiß dich zusammen, Ned. Was wollte ich Ihnen zeigen? Eigentlich das hier. Ich bin sicher, dass ich jemanden finden kann, der besser qualifiziert ist. Okay, das dachte ich mir. Gut, dann... Denke an all die glücklichen und du bist auch kein... Ich sehe nirgendwo einen Seeteufelköder. Okay. Ab dafür, wir hauen ab. Wir fahren nach Bermuda und machen das Rätsel, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass wir zumindest Fortschritte machen werden. Nämlich der Essenswettbewerb. Das heißt, unser schöner präparierter Krötenfisch kommt jetzt da rein. So, jetzt die Frage, muss ich noch zusätzlich das Getränk trinken? Ich klingel erstmal und versuche das Getränk während des Wettbewerbs zu trinken. Auf dem Stuhl des Verteidigers sitzt der gusseiserne Magen von Odina der Neunten, der amtierenden Königin von Bermuda und unangefochtenen Meisterin der Herzhaftigkeit. Und auf dem Stuhl des Herausforderers, der den ganzen Weg aus der südlichen Karibik zurückgelegt hat und noch im Besitz fast aller seiner ursprünglichen Zähne ist, sitzt der Neuling Guybrush Threepwood. Herr, jeder von Ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. Aha, ich bräuchte also auch noch einen manipulierten Fisch. Ein zweites Set Krötenfische. Bitte legen Sie Ihren Fisch auf Ihren Teller. Er ist gefüllt mit Krötenfischen und Dämonenpfeffer. Ah, ich habe jetzt nicht. Ich hätte noch trinken sollen. Mist. Das könnte ein bisschen pikant sein. Und jetzt möge das Essen beginnen. Nun, es scheint, dass beide Kandidaten Probleme haben. Ich erkläre diesen Wettbewerb für unentschieden. Die Teilnehmer können nun auf Wunsch einen Arzt aufsuchen. Mist. Ich probiere es noch einmal. Ich wollte eigentlich von dem Getränk trinken und ich hätte das machen sollen, bevor ich den Fisch wähle, denke ich. Kurz nochmal gucken. Das war ja schon. War das nicht irgendwie erfrischend kühlend vielleicht? Ansonsten müsste ich irgendwie einen anderen Fisch reinschmuggeln oder erst später einen manipulieren. Ich wüsste aber jetzt nicht, wie ich das machen könnte. Okay, also wir probieren das nochmal. Der heutige Fisch für die Herausforderung. Moment mal. Ohne Fisch kann der... Ja, ich muss den Eimer wieder füllen. Okay. Vielleicht ist dann doch was mit der Füllung des Eimers und nicht mit dem Getränk. Vielleicht muss ich irgendwie einen bestimmten Fisch, einen nicht manipulierten Fisch reinlegen, den ich dann rausziehen kann. Aber ich hatte, glaube ich, nicht die Option, jetzt halt nur die Hälfte der Fische zu würzen. Jeder von Ihnen. Okay, ich trinke jetzt das Getränk.
Ekelhaft. Sieht aus wie eine Avocadosuppe vom Vortag. So, ich kann es gar nicht trinken. Mr. Threepwood, wir warten darauf, dass Sie Ihren Fisch auf den Teller legen. Entschuldigung, Limetten. Okay, warum kann ich das Getränk nicht mehr trinken? Ich konnte das doch früher mal trinken. Bitte nehmen Sie einen Fisch und legen Sie ihn auf Ihren Teller. Da ist der ganze Plan sowieso im Eimer. Wahrscheinlich disqualifiziert er mich gleich. Bitte legen Sie Ihren Fisch auf Ihren Teller. Und jetzt möge das Essen beginnen. Kann ich leider nicht überspringen, die Sequenz. Es scheint, dass beide Kandidaten Probleme haben. Ich erkläre diesen Wettbewerb für unentschieden. Die Teilnehmer können nun auf Wunsch einen Arzt aufsuchen. Ja, okay, also eigentlich brauche ich nur einen normalen, unmanipulierten Krötenfisch. Das wäre jetzt realistischerweise ziemlich einfach, indem ich halt einen davon nicht pfeffere. Aber das lässt mich das Spiel jetzt nicht so einfach machen, wie es scheint. Also, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann ja nochmal... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt sinnvoll zu bewerkstelligen wäre. Das ist so ein Ding, die Lösung wäre eigentlich total einfach, aber ich weiß nicht, wie das Spiel möchte, dass ich es mache. Okay. Genau. Intelligenz haben wir gewonnen. Ernsthaftigkeit brauchen wir noch was Lustiges. Damit stecke ich so ein bisschen fest. Lasst mal überlegen, was ich denn jetzt hier eigentlich noch machen kann. Wir haben das Quarantäneschiff. Damit müssen wir erstmal Stern befreien. Für Stern befreien müssen wir ein Bild von uns selbst finden. Echte Flagge aus dem Museum. Das wollte ich noch nachschauen. Ja, das können wir jetzt machen. Und die Unterseehöhle von Terror Island. Da habe ich eigentlich nichts Neues, denn die brennen nicht unter Wasser. Und ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, meine Laterne abzudichten oder so. Könnte man trotzdem noch einmal probieren. Okay. Auf LeChucks Schiff wüsste ich nicht, dass ich da noch irgendwas gehabt hätte, was ich machen kann. Also ich segle nochmal nach Melee. Und ich schaue mich gerade nochmal um. Ein Bild von mir selbst. Wo kriege ich ein Bild von mir selbst her? Ihre Piratenflagge sieht nicht ganz richtig aus. Ist sie eine Nachbildung? Sie haben ein gutes Auge. Sie sollten ein Museum kuratieren. Die echte ist zu wertvoll, um sie hier draußen aufzubewahren. Ich habe sie im Lagerraum eingeschlossen. Es hat bereits einen versuchten Diebstahl gegeben. Es ist abgeschlossen. Da müssen wir doch nur wieder die Seriennummer ablesen. Da steht in winziger Schrift neu. Seriennummern dieses Schloss. Das hat auch nur am Anfang des Spiels funktioniert mit den Seriennummern. Ja, gut, da haben wir keinen passenden Schlüssel für. Dieser Schlüssel passt nicht. Nee. Das heißt, wir können den Schlüssel vielleicht ihm irgendwie abluchsen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie die echte Flagge demnächst ausstellen werden? Oh nein, zu wertvoll. Sie bleibt definitiv im Lagerraum. Okay, ich kann nicht weiter mit ihm reden. Und der grüne Schlüssel macht das ja auch nicht auf. Es ist abgeschlossen. Dieser Schlüssel passt nicht. Nö, wüsste ich jetzt noch nicht so recht, wie wir da reinkommen. Können natürlich irgendwie Feuer legen. Nee. Planke anschubsen.
Okay, wenn ich das Ding nochmal klaue, das probiere ich mal gerade. Beide Papageien füttern. Schlüssel in die Vitrine. Ich brauche keine weitere gefälschte Flagge. Okay. Schmolzener Krug, Fahndungsplakat, das ist ja alles nutzlos eigentlich. Nutzlos. Nee, würde ich jetzt nicht sehen, dass hier irgendwas Nützliches für uns drin wäre. Ich guck mal beim Baum vorbei. Ich mich an den Weg erinnern kann. Denn immerhin war hier Elaine. Die scheint aber auch nicht mehr da zu sein. Es sind nur noch die Waldtiere wie vorher. Und auch keine neue Quizkarte. Irgendwelche neuen Locations hier? Nein. Docks. Untere Straße, obere Straße. Okay, im Fischladen würde ich nochmal vorbeischauen. Ob der mir noch frische Krötenfische geben kann. Nicht gepfeffert. Genau, und der Angelplatz. Den bräuchte ich natürlich auch noch. Erzählt mir noch einmal von Bella Fischers Angelplatz. Drei Hinweise soll sie hinterlassen haben. Aber niemand weiß, was das für Hinweise sein. Alles Gerücht. Okay, die Hinweise sind die Flaggen. Okay, never mind. Okay, wir tauschen unseren Fisch. Heute haben neue Kiste früher. Eine neue Kiste. Ich schreibe so. Danke. So, davon würde ich jetzt gerne einen wegnehmen. Das ist praktisch ein lebenslanger Vorrat. Davon würde ich gerne einen wegnehmen. Ekelhaft. Sieht aus wie eine Avocadosuppe vom Vortag. Ich kann ihn pfeffern, ja. Sonst kann ich nichts damit machen. Das ist doch ärgerlich. Das ist doch ärgerlich hier jetzt. Komme ich denn jetzt an einen nicht scharfen ran? Dachte, das wäre eigentlich ziemlich Kann logisch. Kann ich mir dieses Buch ausleihen? Nein, ich habe es noch. Ich auch. Okay, irgendwas anderes hier, was uns helfen könnte. Keine Porträts von uns selbst. Ah, Whitey Bones. Erinnerungen. Hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert und sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Und an den Fenstern müsste auch mal etwas getan werden. Hi! Kluger Junge, wie läuft deine Suche? Ich habe einen goldenen Schlüssel. Dann sind wir jetzt gleich auf. Komm wieder, wenn du mehr hast als ich. Vielleicht können wir dann über etwas reden. Na gut. Man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Ich bin näher denn je dran, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ich bin nicht näher daran, mich dafür zu interessieren. Ich bin noch nicht fertig mit... Ja, wissen wir. Ah, hier ist es jetzt ein erfrischender Schluck. Das war erfrischend. Das ist doch komisch. Wird der irgendwann eklig, oder? Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Das ist auch erfrischend. Okay, gibt's auf irgendwas auf LeChucks Schiff? Nicht, dass es mir einfallen würde. Scurvy Island? Nicht, dass es mir einfallen würde. Bild von mir. Hat Elaine nicht irgendwo ein Bild von mir? Die muss doch so ein Bild in der Tasche haben. Ich will welche Heftklammern, die entfernt werden müssen.
Ah, eine neue Questkarte. Vogel am Strand von Scurvy Island ist ein scharlachroter, gefiederter Spitz- und Schnabelvogel. Ganz genau der. Es füllt sich langsam. Oh, Moment, da war noch eine unbeantwortete. Wie viele Bücher mit Titeln stehen im Haus von der Gouverneurin? Also da wäre Schiffskommandieren, Voodoo für Anfänger, müssten 7 sein. Fühlt sich nach 7 an. Auf 10 hätte ich sie jetzt nicht gekonnt. Okay. Okay, hier ist kein Bild. Dann fragen wir mal Elaine, ob sie nicht eins von uns hat. Hi. Hi. Schau mal, ich habe dein Bild entweiht. Das muss auf eine verrückte Marketingaktion von Stan zurückzuführen sein. Yep, wer wäre besser im Marketing als Stan? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich schätze, ich habe mich mit vielen Leuten malen lassen, als ich noch Gouverneurin war. Sie ist nicht die hellste, was? Das ist ein Bild von mir und Stan. Bravo. Na, jetzt ist es eklig. Jetzt ist es nicht mehr erfrischend. Okay, das wird einfach mit der Zeit ekelhaft. Okay, kann ich also nicht von der Insel runterbringen. Schon verstanden. Chucks Tagebuch will sie nicht haben. Das wäre doch interessant für Elaine. Gib mir ein paar Münzen hier. Ganz schnell was Schönes kaufen. Ah. Okay. Du hast nicht zufällig einen Mob, oder? Ich habe meinen eigenen, aber dann habe ich ihn auf LeChucks Schiff gelassen. Er war super. Ich habe einen Schrumpfkopf für den oberen Teil verwendet. Kein Problem. Ich brauche eigentlich keinen. Ich war nur neugierig. Was hältst du von Stan Stanman als Marketingberater? Er ist im Gefängnis, aber vielleicht kann er sich das Flugblatt trotzdem ansehen. Der Typ könnte einem Hund Flöhe verkaufen und würde es wahrscheinlich auch tun. Genau das, was wir brauchen. Gute Idee. Ja, das dachte ich mir schon. Wie kommt es, ja, wo ist der zweite Teil? Wo ist der zweite Teil? Ja, tut mir leid, dass du das gesehen hast. Mit einer Möwe. Es gab einen Zwischenfall mit einer Möwe. Sie ist mit dir in die Limettenhaine geflogen. Ich habe gesucht, aber ich konnte dich nicht finden. Ich verstehe. Ich liebe dich. Ich dich auch. Okay, also ich habe... die Folge ist schon recht lang, aber ich will dieses Bild noch haben. Dann haben wir wenigstens einen Fortschritt fürs nächste Mal. Diese Haine sind endlos. Quizkarte. Quizfrage. Was ist vorne auf der Kiste im Laderaum abgebildet? What? Das weiß ich nicht. Der Vogel hat ein zerrissenes Bild in seinem Nest. Ist das ein Bild von mir? Schnell ein bisschen Hühnerfutter. Wo ist es? Hier. Ha! Das ist kein Geisterhuhn. Das ist eine Möwe. Cracker? Das ist kein Papagei. Das ist eine Möwe. Möwen mögen auch Cracker. Scharfe Cracker? Ich glaube nicht. Ups, aus Versehen drauf geklickt. Hab ich nichts dabei, was diese Möwe vertreiben kann. Wenn ich einfach hingehe. Genau, auf was ist das? Fall. Ich will meine Hand nicht verlieren. Arr. Stan soll helfen, jawohl. Okay, okay. Tja, ich glaube, ich habe nichts dabei, was eine Möwe ablenken kann. Ein ekliges Getränk? Nee. Fische? Das ist eine Möwe. Ja, komm, Fisch. Okay.
dämonengepfefferter Fisch. Das sollte ihm etwas Piff verleihen. Okay, ich hatte die Fische schon als anderes Rätsel abgestempelt, aber man kann sie vielleicht auch hier benutzen. Oh. Es ist ein zerrissenes Bild von. Dies ist ein Ausschnitt aus einem Porträt von Elaine und. Ganz genau. Und so ist er falsch. So ist gut. Oh ja. Okay, gut. Damit hätten wir das geschafft und bevor ich jetzt hier husten muss, beende ich die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!